Für die Trophäe Reißen und Zerfetzen musst du dich in Deathloop als Coldeimer mit der Tafelfähigkeit Verwüstung ausstatten und während einer Aktivierungsphase unwahrscheinlich viel Damage an Eternalisten verursachen. Dafür empfehle ich dir auf jeden Fall, Verwüstung noch mit dem Update Entzug zu versehen. Dadurch erhältst du immer wieder ein bisschen Kraft zurück, wenn du während Aktivierungsphase einen Eternalisten killst. Und außerdem empfehle ich dir natürlich auch, die Waffe deiner Wahl entsprechend noch mit Perks zu versehen, sodass du auf jeden Fall beim Gegner noch mehr Schaden verursachst. Ich in meinem Fall habe jetzt hier einmal die Strelak 50-50 genommen. Dir bleibt es natürlich frei. Aber ich würde dir auch empfehlen, jetzt hier zum Beispiel einmal noch das Perk für Cold mitzunehmen, vollgepumpt. Dadurch hast du nämlich auch direkt 4 Balken von der Kraftanzeige und damit kannst du die Kraft einfach noch viel länger anhalten. Ansonsten ist natürlich die Location und der Spot auch noch ganz wichtig, wo wir das einmal machen. Wir sind jetzt hier einmal in Abdam am Nachmittag und wir gehen hier relativ in die Mitte von der Map, einmal hier an den Vorplatz von der Bühne. Und dort siehst du schon die Crowd und hier müssen wir jetzt einmal nur Verwüstung aktivieren und voll reinsemmeln. Und natürlich jetzt, wie gesagt, so viel Schaden wie nur möglich verursachen. Du siehst, pro Treffer bekomme ich jetzt tatsächlich hier auch wieder ein bisschen an Kraft zurück. Hab sogar noch hier Zeit, einmal nachzuladen. Und der letzte Schuss sitzt dann und die Trophy war einmal sicher. Ich hoffe natürlich, dass du jetzt auf dem Weg auch ein paar Tipps bekommen hast, mit denen du die Trophäe auch ganz easy bekommen kannst. Und ich hoffe natürlich, dass dir das Video auch gefallen hat und dass wir uns in einem der weiteren Guides hier auf dem Kanal wiedersehen. In diesem Sinne, hab vielen Dank, dass du dabei warst. Hau rein und mach's gut.